Willkommen in Lakeside.
Magie mit Menschen. Noch die Leihpapiere von dem.
Nee, hab ich leider nicht.
Bis auf die, die was sowieso unendlich viel Kohle haben, weil sie nicht einfach. Mal sehen, ich stehe, glaube ich, auf allen Fahnen und nicht, was es gibt im Lande. Sorry! Geht's ihm gut? Ja, alles gut, ja. Ah Gott. Aber ich hab jetzt kein Mörderfahrer oder Tupit, ja. Ich auch nicht mehr. Ich kann sie aber mitnehmen. Nein. Ja, warte, ich überleg mal. Also dein Auto geht noch, oder was? Ja, meiner geht noch, glaube ich. Kannst du nicht mal im Minimarkt gehen? Ja, kann ich machen. Ich will dir nichts sagen, aber hat hier drin einer geraucht? Nee. Riecht ein bisschen nach Rauch. Nee, das ist schlechtes Putzwasser. Der Motor quält ein bisschen hier rein. Ach du Scheiße. Hast du keinen TÜV? Doch, aber Lüftung ist kaputt, ich verstopft. Ich bin vorhin durch den Maiskorn gefahren. Und da ist jetzt Mais. Ja, irgendwas ist da drin.
Pollen oder irgendwas, keine Ahnung. Ah, deswegen riecht sie auch so ein bisschen nach Popcorn. Ja, ja, genau. Komisch, ja. Musst du reparieren, ja? Wenn du Freunde nimmst, kommt nicht gut, ja? Wieso kriegen alle Hunger? Muss ich Motor aufmachen, haben wir Popcorn. Ja, aber das ist doch alles da. Schwarze Popcorn, das ist gut. Ja, das ist... Weil knusprig schmeckt, ne? Scheiße, ein bisschen verfahren. Ja. Mein ist jetzt nicht schlimm wegen Unfall so, nur ich war auch ein bisschen schnell, nicht so. Ne, ich hab irgendwie nicht die Kontrolle verloren. Eben. Ich dachte mir so, okay, so schnell noch irgendwie um ihn herum driftet, aber nicht. Hast du nicht gesehen? Ne, ich seh nichts. Achso, Entschuldigung, ja, falsche Taste eben gedrückt. Ja, je. Ich klaue schon jetzt, keine Sorge. Ach, Gott, ich hab nix. Mein erster Martin hast du gesehen, ne? Wie bitte? Mein erster Martin hast du gesehen, ne? Auto, ja. Dieser Auto ist schon über ein Jahr alt. Ein bisschen heilig, finde ich, weißt du? Ja, das glaube ich. Sogar Spracherkennung bei Popo, wenn es kalt ist. Das ist gut. Zeit. Kann ich nur empfehlen, ja, wenn du kochen gehen willst, irgendwann Sportwagen, Aston Martin und so. Aber vielleicht andere Farbe, ja, ich hab billiger bekommen, weil Babyblock. Hält der gut aus oder was? Wie bitte? Hält der gut aus, ich bin nicht so guter Autofahrer. Ja, gut aushalten, ja, geht schon. Aber geht. Ist natürlich. Auch schnell kaputt, wenn du mit 80, 100 so gegen einen Baum fährst oder so, natürlich geht kaputt. Also nicht so wie so ein Subaru? Nein. Okay. Aber kann gut driften. Das ist schön. Okay, ich bedanke mich. So, ja, kein Ding. Okay. Noch schönen Tag. Fahr vorsichtig, ja. Ja, ich versuch's. Okay, ciao. Ciao.
Warum wir das?
Moin moin, Roundland. Roundlane. Sorry. An der Gürwe. Nochmal 12.
Sag auch Bescheid, wenn du eingezahlt hast. Mach ich. Hast gesehen, er war hier. Ja, ja. Geld ist eingezahlt. Okay, alles klar. Ich danke dir. Kein Ding. Bist du alleine mit dem Heli unterwegs und machst DP oder was? Ja. Langeweile. Ja, natürlich. Und wenn die Cops mich anhalten, ich bin da eher Pizzalieferdienst und ich hab Pizza mit. Achso, ich hab's auch schon zweimal angehalten: einmal FBI und einmal die Cops. Lol. Die haben auch nur Langeweile, ja, ohne Scheiß. Ist so. Und ich hab keinen Bock wieder mich mit dem, wie heißt der eine? Aaron oder was, wie der Cop da ist, mich wieder rumzuschlagen. Ich weiß, wer du machst. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid immer.
Gott. Moin moin, Dominik, LP.
Ey, bist du da? Hi, bist du da? Flo, bist du da?
Flo, bist du da? Flo, bist du da? Einfach, Junge.
Yo, 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 willkommen zurück zu einer neuen Runde Slime Rancher. Wir sind hier wieder unterwegs auf meiner wunderschönen, kleinen, schleimigen Farm. Die Blauen haben natürlich wieder Hunger. Die Boomies explodieren vor sich hin. Und wir werden heute endlich das Gehege für die Red Slimes zusammenbauen. Aber schon wieder kein Geld. Also, Fütterungszeit. Was haben wir hier drüben? Die Puddlies, die haben wieder neuen Schleim. Zack. Einmal schön hier alles mitgenommen. Sehr schön. Ja, ich habe mir mal wieder eure Kommentare durchgelesen und einige haben geschrieben, man müsste hier in den Teich nur ein bisschen mehr Wasser reinfüllen und schon könnte man mehr als nur 3 Stück halten. Das stimmt natürlich nicht, denn ich habe es wirklich ausprobiert. Ich habe es wirklich ausprobiert. Der Wasserstand erhöht sich nicht oder er sinkt auch nicht. Also man kann es wirklich nicht beeinflussen. Der Teich bleibt so, wie er ist. Wow, wir haben ja richtig viel. Alles klar, liefern wir ab. Einmal hier Money Time. Was? Die bringen nur noch 18 Stück. Also zurzeit kann man wirklich sehr, sehr schwierig Geld verdienen. So, hier noch eine Ladung. Also damals vor dem Update hat man schon gemerkt, es war ein bisschen einfacher hier Geld zu machen. Denn jetzt muss man wirklich schauen, dass man halt viele Sorten verkauft. Und ich finde, man muss auch so ein bisschen timen. Wann man was verkauft. Zum Beispiel jetzt hier, die Boomies wären am besten. Aber natürlich habe ich keinen. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Nicht die Rooster. So. Bist du drin? Du bist drin. Sehr gut. Einmal hier rein, Jungs. Guten Appetit. Ja, wenn die Jungs wütend sind, dann gehen sie wirklich in die Luft. Okay. Schauen wir mal. Rüben. Lecker, lecker Rüben. Also genügend Geld für ein Gehege hätten wir schon mal. Wir könnten jetzt also loslegen, den Red zu züchten. Oh, hier drüben ist ja gar nichts mehr drin. Okay, hier läuft. Boah, ich brauche unbedingt mehr. Ich brauche unbedingt mehr. Die fressen mir hier die Haare vom Kopf. Also, ich würde sagen, hier legen wir dann los mit dem neuen Gehege. So, und wir machen hier mal direkt die High Walls. Man bräuchte wirklich einen Strahlenschutz für die hier. Weil die sind echt gefährlich. Die sind echt richtig gefährlich. Hey, die explodieren ja gar nicht. Doch, sie explodieren. Für einen kurzen Moment dachte ich, sie explodieren nicht, aber doch, sie explodieren. Und die hier. Nochmal einen schönen Batzen Geld verdient. Okay, wir machen einen kleinen Run. Ein bisschen Gemüse hier zusammenkratzen.